Guten Morgen von mir auch. Vielen Dank für die netten Worte. Und ja, das stimmt wirklich. Eigentlich hatten wir, glaube ich, 2020 vor, das schon zu machen. Aber wie wir alle wissen, ist da was dazwischen gekommen. Genau, also von daher freue ich mich jetzt hier sein zu dürfen. Insofern ist das eine tolle Sache, dass das alles wieder so klappt. Also künstliche Intelligenz, darum soll es heute gehen. Der Untertitel ist zwischen Faszination und Ernüchterung. Bisschen noch über mich. Ich mache eigentlich was komplett anderes. Ich mache Softwareverteilung. Das ist das Softwareverteilungssystem M23, was ich jetzt schon über 20 Jahre, oh Gott, die Zeit geht aber schnell, wie lange ich das entwickle. In neuester Zeit mache ich ein bisschen PeerTube, ein bisschen YouTube, Livestreams und sowas alles. Und was das Thema KI angeht, bin ich eigentlich interessierter Laie. Also ich habe jetzt keinen wirklichen Business Case dafür. Ein paar Sachen verwende ich schon, aber ich habe da kein Geschäftsmodell, dass ich das irgendwelchen Kunden verkaufe oder sowas. Meine Interessen dabei sind einmal die Grundlagen hinter sogenannter KI, denn ob es wirklich intelligent ist, ich würde sagen heutzutage eigentlich eher nein. Von daher immer so ein bisschen Anführungsstrichen. Was mich eher interessiert, sind freie KI-Systeme, sowas wie ChatGPT ist natürlich cool. Aber mich interessieren freie Systeme, die ich selbst kontrollieren kann, die ich auf eigenen Systemen ausführen kann, die ich modifizieren kann und so weiter. Also das finde ich interessanter. Dann habe ich über die Jahre Beispiele gesammelt, die mich interessiert haben. Die erste Version von diesem Vortrag ist 2019 bei unseren Kilo Open Source und Linux Tagen gelaufen. Und seitdem hat sich eine ganze Menge getan und davor habe ich schon Dinge gesammelt. Also da gibt es gleich auch noch ein bisschen mehr dazu. Dann natürlich Grenzen und weitere Überlegungen dazu, so ein bisschen in die Richtung, wo kann uns das Ganze hinführen? Ist das, ja, wo führt uns das hin? Gut und schlecht, liegt immer im Auge des Betrachters oder des Nutzers, beziehungsweise ja, desjenigen, der da mit irgendwie kategorisiert wird oder sonst was. Dann das Ganze ist natürlich keine objektive Auswahl von irgendwelchen Dingen, das ist subjektiv, das, was ich interessant fand und Dinge, die mich wirklich interessiert haben. Also teilweise habe ich gedacht, wow, das ist ja wirklich toll und das an und na gut, haben wir schon mal irgendwie gesehen in anderer Form, das ist jetzt nicht so toll. Genau. Ein bisschen habe ich es ja schon vorweggenommen. Also ich habe so eine persönliche Zeitleiste mal gemacht. Das geht ein bisschen bevor es wirklich anfing. Dann ein bisschen Altes, Neues, ein bisschen Entstehungsgeschichte, wo kommt das überhaupt her, was sind die Anfänge dazu, warum kommt das Ganze erst jetzt ins Rollen, also und jetzt vor allem sehr, sehr, sehr schnell. Dann, was kann man damit machen, also Kategorisierung, Bilder einsortieren, Gurken sortieren ist wirklich ein Beispiel dafür, Bilder transformieren von ja, einem Satellitenbild vielleicht zu einer Straßenkarte, sowas habe ich drin, Deepfakes. Keine Ahnung, das ist vielleicht so ein bisschen bekannt. Da gibt es auch ein paar lustige Sachen zu. Text zu Bildgeneratoren, also sowas wie Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, sowas. Das funktioniert in letzter Zeit eigentlich ganz gut. Bilder hochskalieren, naja, ist noch ausbaufähig. Chatsysteme und vieles, vieles mehr, was es da noch gibt. Ganz ans Ende habe ich noch ein paar Grundlagen gepackt. Das war in meinem Vortrag 2019 ein größerer Teil. Wie das Ganze so ein bisschen funktioniert. Ich bin auch kein Mathematiker, der das jetzt bis zum, ja, bis wirklich komplett runterbrechen könnte. Von daher ist es auch ein bisschen vereinfacht, so dass ich es verstehe und dass ich das auch halbwegs sinnvoll rüberkriege. Und dann natürlich, wie man diese Netzwerke trainiert und wo dort die Grenzen liegen. Da hat sich eigentlich nicht so viel getan, obwohl, also nicht grundlegend viel getan, man kriegt das aber mit sehr viel Rechenleistung und sehr viel Speicherplatz halbwegs in den Griff. Und dieses wunderbare Bild daneben, ich weiß nicht, ist jemand aufgefallen? Das ist eine Agenda. Also sowas kommt da raus, wenn man so ein Netzwerk verwendet und sich mal Bilder generieren lässt. Davon habe ich noch ein paar mehr Beispiele. Oh, ich kleckere. Das ist ja gar nicht gut. Genau, sowas. Jetzt erstmal meine Zeitleiste. Die beginnt bei mir 1996. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch an Deep Blue erinnern kann, wo ein
für damalige Zeiten Supercomputer, den Weltmeister Garry Kasparov geschlagen hat. Das Ganze geht eigentlich nicht wirklich in die Richtung von KI, sondern brutales Ausprobieren von möglichen Zügen. Die werden jeweils bewertet und dann wird geguckt, welcher jetzt der beste Zug ist und der wird dann gemacht. Und das hat funktioniert, brutale Rechenleistung. 1996 hatte dieses System 36 GB RAM. So viel konnte sich wahrscheinlich niemand anders außer IBM leisten. Üblicher waren da, glaube ich, so 4 bis 8 MB RAM. Und also das spielt in einer kompletten anderen Größenordnung. Stimmt, da habe ich auch nochmal drunter geschrieben. 16 MB waren damals eher so der Luxus. Festplatten 850 bis 2,5 GB waren so üblich und die haben da 120 eingebaut. Also das ist was komplett anderes. Dann, ja, das war zur Schulzeit. Da hat mir ein Mitschüler erzählt, dass er was mit neuronalen Netzen gemacht hat. Das war vielleicht 97, 98, irgendwie so um den Dreh. Fand ich irgendwie ganz interessant. Also er hat mir irgendwie erzählt, dass er da so ein kleines Netzwerk gemacht hat und wie das funktioniert mit diesen Gewichten von allen Ausgaben und sowas. Also das ist relativ früh gewesen. Und was anderes, was er mir auch erzählt hat, ist Creatures. Das ist ein Spiel, was ich zwar nicht gespielt habe, aber das hatte ein neuronales Netzwerk drin und auch so eine Vererbungsfunktion, sodass sich diese Kreaturen, die da drin sind, diese Neurons, quasi funktionsfähige Gedankenstücke untereinander austauschen können. Und das Ganze war so gut, dass 1998 die britische Armee darauf kam, wir versuchen das mal und setzen diese Neuron-KI an einen Simulator für Eurofighter. Und das hat relativ gut funktioniert. Und wir befinden uns hier 1998. Also das ist auch schon ein bisschen her. Dann, ja, was anderes, wo ich es auch nicht mehr richtig einsortieren kann, wo es war, dass die Universität hatte irgendwann mal so Zeitschriften rausgeschmissen. Da gab es sowas zum Entwickeln von Spielen, Game Developer Magazine oder so hieß das. Und da fand ich ganz interessant, dass eine Spieleschmiede keinen Algorithmus gefunden hat, um Rennautos auf einer Optimallinie fahren zu lassen. Da haben die sich denn gedacht, naja gut, dann machen wir halt so ein neuronales Netz dafür und das hat funktioniert. Also die wussten zwar hinterher nicht genau, wie es funktioniert, das Netz. Das wurde ja trainiert und dann waren da irgendwelche Gewichtungen drin und dann hat das schon so gepasst. Also damals wurde schon so eingesetzt. Dann habe ich quasi in meinem Zeitstrahl etwas Pause. 2015 ist so mein nächster Punkt dabei. Da kam Deep Dream raus. Das ist eine Software, die eigentlich dafür gedacht ist, um in Bildern Gegenstände zu erkennen oder das hier ist darauf trainiert worden, um Hunde und Gebäude oder irgendwelche Unterwassertiere oder sowas zu erkennen. Die haben den Spieß aber umgedreht. Die haben diesem Netzwerk die Aufgabe denn gegeben, generiere jetzt Bilder und verstärke Strukturen so lange, bis was dabei rauskommt. Und da kommen solche komischen Fabelwesen raus, die pro Iteration immer so ein bisschen klarer werden. Das Ganze ist so ein bisschen gruselig, aber das hat irgendwie bei mir so einen Schalter umgelegt. Da habe ich gedacht, aha, sowas geht, das ist ja durchaus interessant. Ja, dann das nächste, Cebit gab es damals noch, 2016. Da habe ich mir angeguckt, an einem japanischen Gemeinschaftsstand, da stellte sich die Universität, ich glaube, das war Tokio, eine Gurkensortiermaschine vor. Die hat von jeder Gurke ein Foto gemacht und je nachdem, wie die Gurke kategorisiert wurde, ging eine Klappe auf. Das ist jetzt Kategorie 1, 2 und 3. Und das Ganze wurde mit TensorFlow gemacht. Das ist eine API oder vielmehr, das ist ein Framework für KI-Berechnungen, das sich auf Grafikkarten gut laufen, also ausführen lässt, damit das Ganze auch richtig schnell geht. Also das haben die vorgestellt, fand ich sehr interessant.
Denn Pix-to-Pix-Transformation von einem Ursprungsbild zu einem anderen, das, was ich vorhin schon meinte, mit dem Luftbild zur Landkarte, sowas kann man damit machen. Dann nahm das Ganze auch schon so ein bisschen Fahrt auf. 2017 bzw. 2018 hat Mozilla angefangen, Sprachsamples darum zu bitten, dass man was einspricht, Beispielsätze, sodass es eine Stimmendatenbank gibt, damit man damit Spracherkennung machen kann. Also für Deutsch und Englisch. Die deutsche Variante, die kam einen Tick später. Dazu wurde auch so eine Spracherkennungsengine entwickelt, Deep Speech, und das Ganze auch wieder auf Basis von TensorFlow und Baidu. Das ist so ein chinesischer Gigant, aber das haben die freigegeben. Ja, und fast alle Bilder, die sich auf diesen Folien finden, die so ein bisschen schmückendes Beiwerk sind, die sind also generiert. Also dieser komische Retro-Computer, die gibt es nicht. Und wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht das auch ein bisschen komisch aus. Dann, ich weiß nicht, sind Gamer unter uns? Ich zähle mich selbst nicht wirklich. Also ich zähle mich jetzt nicht so wirklich dazu, obwohl es ein paar Sachen gibt, die ich auch spiele. Aber es ging 2019 darum, um das Spiel StarCraft 2. Also das wird auch in Ligen gespielt, da spielt man auch um Geld. Und es gibt Profispieler, die das wirklich gut können. Und dieser junge Herr, der so ein bisschen bedröppelter guckt, den gibt es natürlich auch nicht. Aber 2019 haben die gegen KIs von Google gespielt, gegen AlphaStar, und sie haben eigentlich immer verloren, bis auf das gab nochmal so eine Nachrunde, wobei einer von denen eine Möglichkeit gefunden hat, diese KI so ein bisschen auszutricksen mit Spielzügen, die kein normaler Spieler machen würde. Wer sich das mal angucken möchte, einfach mal bei Google suchen. Und es ist durchaus interessant. Vor allem, wenn man sieht, wie die so leicht in Panik ausbrechen und wenn man so dieses Rattern hört von der Maus, die machen bis zu 500 Mausklicks pro Minute. Tastatur nicht mitgerechnet, da arbeiten die auch noch mit. Also das ist schon interessant, das immer zu sehen. Kann man auch natürlich vorspulen. Dann haben wir 2019 Populate-Based Training. Das hat mich so ein bisschen erinnert an diese Sache mit Creatures 2 und mit den Norns, wo gleichzeitig mehrere Netze trainiert werden, die zufällig aufgebaut sind. Und dann wird unter diesen Netzen ausgetauscht, da werden Parameter ausgetauscht, sodass das Ganze ein bisschen besser funktioniert. Und dann wird wieder ausgetauscht, sodass man da insgesamt nachher ein besseres Ergebnis rauskriegt. Dann 2019 auch noch Projekt Bergamot, das übersetzt Texte ohne Cloud. Das ist in Firefox auch aufgegangen, in dem Firefox Translate, also das übersetzt halt direkt im Browser und das auch auf relativ alter Hardware in halbwegs ordentlicher Zeit. Also das haben die sehr gut optimiert gekriegt. Dann, ich würde sagen, 2021, da ging es irgendwie so richtig los. Also eigentlich wollte ich ein anderes Bild haben, da kam aber nichts raus. Eigentlich wollte ich sowas haben wie der Geist ist aus der Flasche oder wir haben die Kiste der Pandora geöffnet. Und nach mehreren Rumprobieren habe ich dann ein bisschen variiert und dann kam sowas raus. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Illustration dafür. Denn 2021 kam DALL-E raus, also ein geschlossenes System, womit man Bilder anhand von Textbeschreibung generieren lassen kann. Also die Firma heißt zwar OpenAI, aber das ist komplett geschlossen. Man muss das alles kaufen, die sprechen oder die geben nicht raus, wie es funktioniert und so. Also es ist eigentlich Closed AI. Dann kam Deepfake, gab es schon vorher. Es gibt natürlich eine Menge Mist, was man damit machen kann. Aber interessant dabei fand ich, wo bei Rogue One, in dem Star Wars Film, wo Carrie Fisher durch CGI wieder jung gemacht wurde. Und das sah nicht so lebensecht aus.
Da ist dann irgendein Fan beigegangen und hat das mit diesem Deepfake-Algorithmus so verbessert, sodass sie deutlich lebensechter aussieht. Also vor allem im Gesicht, also dass sie eine lebendigere Mimik hat. Dann auch 2022 Stable Diffusion, also die freie Variante von DALL-E, also selbe Kategorie, macht es komplett anders. Aber man kann das Ganze zu Hause ausführen. Und wenn man eine CUDA-fähige Grafikkarte hat, also wie in so einem Gaming-Notebook, dann kann man das auch relativ schnell machen. Also das ist jetzt kein Hochleistungsgerät, was ich da habe, aber meiner braucht so ungefähr 15 Sekunden für ein Bild. Und es gibt bessere Grafikkarten, die das denn deutlich schneller können. Dann haben wir ChatGPT. Ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr allzu viel zu sagen. Letztendlich geht es darum, dass man sich mit einem neuronalen Netzwerk über eine Webseite unterhält oder wenn man Geld ausgibt, kann man das über eine API machen. Und das Interessante dabei ist, dass vorherige Gesprächsinformationen immer noch verfügbar sind und man kann Folgefragen stellen zum Beispiel. Man kann damit Geschichten erstellen, man kann damit Präsentationen machen, man kann auch Quelltexte machen und vieles weitere mehr. Der Wahrheitsgehalt von dem, was daraus entsteht, naja, man sollte es nochmal überprüfen, aber es klingt eigentlich immer ganz gut. Und bei Quelltext ist es so, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad und irgendwann ist es auch kaputt. Dann Firefox Translations, also was auf diesem anderen, auf Projekt Bergamot basiert, das ist dann in Firefox eingeflossen. Dann Lyra ermöglicht Sprachkompression für sehr geringe Bandbreiten. Ich glaube, das kommt von Facebook oder vielmehr von Meta, wo Sprache auf das Nötigste reduziert wird, was Bandbreite angeht. Dann Upscaly, damit kann man Bilder hochskalieren und das erfindet Details dazu, mal mehr, mal weniger gut. Genau, das war jetzt das bis 2023. Realistische Make-up- und Beauty-Filter bei TikTok und Co. Finde ich erschreckend, wie gut das funktioniert und vor allem auch in Echtzeit. Mal abgesehen von diesen spaßigen Sachen wie ich bin ein Pirat, ich habe einen Piratenhut und sowas, aber quasi sowas wie künstliches Make-up, wo man den Unterschied eigentlich gar nicht mehr sieht. Dass das geht, technisch durchaus interessant, aber ich weiß nicht, ob das so insgesamt gute Idee ist. Ich denke eher nein, aber das ist natürlich, liegt im Auge des Betrachters. Dann ChatGPT-ähnliche Netze, KI-Chat-Sachen, sowas wie Alpaca CPP, das läuft auf normalen CPUs. Umso besser die CPU ist, desto schneller geht es. Das haben wir auch mal im Livestream gemacht, ist ganz lustig. Jetzt kommenden Dienstag machen wir auch mal eine Runde, da machen wir ein Just-Chatting mit KI. Das war letztes Mal witzig und darum gibt es das jetzt nochmal wieder neu. Dennoch ein bisschen mehr, Hugging Face ist so eine Gemeinschaft, mit denen, also wo Netzwerke ausgetauscht werden, trainierte Netze und ja, wo man sich viel dazu findet. Das ist ein toller Startpunkt dazu. Generatoren für zu Hause, da gibt es zwei, die relativ einfach zu installieren sind. Gibt es für Linux, Windows und Mac, meine ich auch. Kann man mal ausprobieren. Und die Sachen, die ich hier zeige, die Folien sind zwar online, aber noch nicht zu finden. Also das kommt auch alles noch auf meine Seite drauf, inklusive Mitschnitt von dem Ganzen. Dann, was ich auch noch interessant fand, war Gitarreneffekte mit Machine Learning nachbilden. Also wenn man sich so einen Gitarrenverstärker anguckt, der basiert ursprünglich vielleicht auf Röhren und sonst was, dann ist man irgendwann angefangen und hat das durch Transistoren und andere Logikteile ersetzt. Und jetzt gibt es sowas auch auf Basis von Machine Learning, wobei man dem ein Signal gibt, was quasi unverändert von der Gitarre ausgespielt wird und auf der anderen Seite die ganzen Effekte, die man da drauf gesetzt hat. Und dann lernt dieses Netzwerk, wie das zu transformieren ist. Und ja, dann kann es das quasi, diese komplette Effektkette nachbilden. Und noch was, Sprache-Klon mit nur 5 Sekunden Sprachschnipsel. Das soll wirklich funktionieren. Ich habe dazu Videos gesehen. Also, es klingt nicht
komplett lebensecht, aber es ist schon sehr dicht dran. Das habe ich noch auf meiner Liste mit Sachen, die ich nochmal wirklich ausprobieren will. So, dann springen wir einmal zurück ins Jahr 1913. Ja, da haben wir den Herrn Markov, der Grundlagen zu statistischer Verteilung von Buchstaben und Worten in Sätzen herausgefunden hat. Und das Hidden Markov Model, das wird heutzutage immer noch in Spam-Erkennung eingesetzt. Also es hat wirklich eine Anwendung. Dann haben wir hier die McCulloch-Pitts-Zelle. Ja, wo so Grundlagen, wie das funktioniert, irgendwie festgestellt wurden. Dann den Turing haben wir auch mit da drin. Dann 1956 gibt es so eine Gründungsveranstaltung für das Thema künstliche Intelligenz insgesamt. Dann haben wir Ende der 1960er Jahre ELISA, wobei das ja überhaupt nichts mit KI zu tun hat, aber das ist ja so ein bisschen so ein Meilenstein. Da kann man sich mit einem Computerprogramm unterhalten und das reagiert wie so ein Psychologe oder wie ein Psychotherapeut. Genau, und in den Jahren danach gab es wirklich sehr viele Theorien, Gedanken und alles Mögliche dazu, aber die praktische Anwendung, die war schwierig. Dann, warum kommt das Ganze erst jetzt so richtig ins Rollen? Also das letzte Mal stand da dieses erst jetzt, also das erst hatte ich da denn, da war es noch ein klein bisschen anders. Also weil es jetzt in der letzten Zeit deutlich schneller gegangen ist. Insgesamt, wir haben viel mehr Rechenleistung als früher, wir können viel, viel mehr machen. Es gibt viel mehr Trainingsdaten. Letztendlich das ganze Internet ist ein Trainingssatz für viele Unternehmen. Es gibt Open Source Frameworks, die jeder benutzen kann. TensorFlow von Google, Torch von Facebook bzw. Meta und Keras. Damit kann man wirklich zu Hause sowas trainieren oder man kann sich auch bei Google oder bei Amazon spezielle Hardware für eine gewisse Zeit mieten, um dann mal ordentlich Sachen durchzurechnen und diese Netze zu trainieren. Daneben gibt es natürlich auch viele Beispielprogramme, wenn man ein bisschen verstehen möchte, wie das Ganze funktioniert, auf GitHub, GitLab, andere Seiten. Einfach mal suchen nach TensorFlow, Keras, GAN, CNN, CycleGAN und LSTM, wobei das eher die Grundlagen sind. Das will man vielleicht heute gar nicht mehr wissen, wie das geht, weil es gibt so wunderbare Frameworks dafür, die einem sehr viel abnehmen, aber die Grundlagen sind vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man die mal ein bisschen gesehen hat. Und was auch relativ neu ist, ich denke mal, in den letzten 3 Jahren ist da viel passiert, es gibt freien Austausch von Modellen, also von vortrainierten Modellen, die man auch weiter trainieren kann für, ob das jetzt diese Chat-KI-Modelle sind oder ob das die fürs Generieren von Bildern sind, da tut sich sehr viel, weil es diesen Austausch jetzt gibt. Dann, so grob hatte ich es schon, was kann man denn machen? Kategorisierung, einsortieren von Bildern, was ist da drauf zu sehen? Ist da ein Hund drauf, ist da eine Katze drauf? Man kann aber auch Handlungsverläufe von Videos erstellen lassen und alles Mögliche. Das ist die Kategorisierung dabei. Bilder transformieren. Da gibt es verschiedene Sachen, die ich da drin habe, sind noch relativ primitiv. Das ist so aus den Anfangstagen 2017. Dann Bildtransformation ohne direkte Entsprechung, sowas wie den Stil von einem Maler auf ein anderes Bild übertragen, wo es dasselbe Bild ja nicht von zwei Malern gibt, sodass man so eine 1:1-Übertragung dabei haben könnte. Und Generierung von Inhalten, Bilder vergrößern, Level für Computerspiele, Musik, Töne, Wetterberichte, Artikel, Drehbücher, Dialogsysteme und so weiter und so fort. Also es gibt fast nichts, was man heutzutage nicht mehr noch nicht automatisch generieren könnte in mehr oder weniger guter Qualität. Auf dieses AlphaStar noch bezogen, gute KI-Gegner kann man damit auch machen. Wenn man so jemand ist wie Google, dann kann man sich das auch leisten, sowas zu trainieren.
Angriffe auf Netzwerke erkennen. Also was früher so ein bisschen Heuristik war, kann man jetzt mit KI machen. Ich weiß nicht, wie gut es funktioniert. Mag sein, dass es besser funktioniert oder eben auch nicht. Aber es gibt noch viel, viel... Ja. 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 Das Bild haben Sie generiert? Ja, genau. Davon bin ich ausgegangen. Das heißt, es gibt ein Programm, wo Sie mir Text beschreiben, was Sie haben möchten. Genau, ja. Was gibt man da ein? Was? Ja. Würde mich einfach interessieren, was man da eingibt und wie viel ja. man eingibt. Ja, sind das ganze Sätze? Ja. Ja. Mehrere Iterationen, die ich ja. Ja, genau. Ja. Das ist der Bereich, wo wir eher so in die Richtung Bauchgefühl gehen. Also es gibt Leute, die haben irgendwie so ein grobes Gefühl, wie man das jetzt machen muss, damit ein gewisses Netz ein ungefähres Ergebnis dabei ausspuckt. Also ich kenne mich da drin noch nicht genug aus. Also bei mir sind das eher solche Sachen. Entweder ich sage am Anfang Foto, also muss ich natürlich auf Englisch machen, Foto, oder wenn ich Illustration haben will, sage ich Illustration Punkt, Foto Punkt am Anfang. Und das könnte jetzt sowas sein wie Creativity Machine Painting, irgendwie sowas. Es gibt Leute. Das wäre es. Ich habe nachher noch ein bisschen mehr dazu. Also, ich produziere hoffentlich Müll bei diesen Sachen. Und ich habe so eine 100 zu 5 zu 2 Regel. Ich mache 100 Bilder, 5 davon sind okay und 2 davon sind gut. Und eigentlich kann ich 98 davon wegschmeißen, weil die einfach nichts taugen oder irgendwie was anderes darstellen, was ich nicht haben möchte, oder so grobe Fehler haben, dass die, dass man die nicht vorführen kann. Bei diesen Sachen, man soll sich davon auch nicht täuschen lassen. Also die Leute, die solche Bilder ins Netz stellen oder irgendwo anders veröffentlichen, die sortieren das natürlich aus. Also den kompletten Mist, das veröffentlichen die normalerweise nicht. Von daher denkt man, wow, das ist ja total toll. Ist es aber zu 98% ist es bei denen wahrscheinlich auch Müll. Gehe ich einfach mal von aus. Kann natürlich sein, dass man nachher wirklich genau weiß, wie dieses Netz oder so eine Idee hat, wie so ein Netz funktioniert. Es gibt ja wirklich sehr viele, dass man weiß, welche Stichworte höchstwahrscheinlich zu einem brauchbaren Ergebnis führen und welche eher nicht. Aber das ist dieses Prompt Engineering. Also das ist so, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es in der Detailstärke habe. Oder ich mache es mal kurz. Also ich nehme den, meinen selben Prompt, also einen Satz, meine Beschreibung, lasse ich 100 Mal durchlaufen und zu dieser Beschreibung wird immer ein Zufallswert dazugepackt. Das ist einfach eine Zahl, der diesem Netzwerk irgendwie so einen anderen Anstoß gibt. Also da habe ich wirklich 100 verschiedene Bilder und von denen sortiere ich nachher das aus, was ich haben will. Aber wenn ich gucke, die ersten 25 oder so, das läuft in eine komplett falsche Richtung, dann breche ich das auch ab. Aber wenn die jetzt 10-mal dieselbe KI mit denselben Begriffen befüttern, kommt da 10-mal dasselbe raus oder ist das Ergebnis 10-mal komplett unterschiedlich? Also sehr unterschiedlich, oder? Ich kriege immer dieselbe Ausgabe, wenn ich dasselbe Netzwerk verwende, dieselben Auflösung, also die Dimension, also wenn ich das so um einen Pixel... Mit denselben Parametern kommt dasselbe raus. Genau. Und eben mit demselben Zufallswert, dann kommt dasselbe raus, genau. Okay. Ja. Also das ist reproduzierbar. Das heißt, der reproduziert das dann auch? Ja, genau, ja. Ja. Frage auch kam, wo man sich das mal anschauen kann, wo man sehen kann, wie das so
hatten vorhin ja. zwei Maschinen genannt, ja. eine ist Dali und die andere war... Ach so, ja, das sind die kommerziellen. Also ja. was ich heute machen würde, wäre Stable Diffusion einfach mal als Stichwort nehmen. Ja. Und das gibt zwei Oberflächen. Das eine ist, das hieß mal Stable Diffusion UI. Also das hatte ich auch am Anfang hier, habe ich ein bisschen drüber gehoppelt. Die gibt es beide bei GitHub. Also Stable Diffusion UI, das ist was anderes als Web UI. Also das untere, das ist so die einfache Version. Das ist ein Skript, das lädt alles runter auf einen Rechner, macht das ausführbar, alle Bibliotheken dazu. Und wenn man eine CUDA-fähige Grafikkarte hat, dann hat man damit eine Menge Spaß. Aber wir haben noch eine andere genannt, den Namen, kommerzielle. Midjourney. Midjourney, genau. Ja. Also bei Midjourney zum Beispiel, da kann man sehr schön sehen, was auch andere generieren, um mal so ein bisschen so, ja. zu sehen, wie die Sachen so aussehen, was Sie das gerade eben gesagt haben. Wo kann ich mal gucken, mal probieren. Da sehe ich also zum Beispiel auch, was fliegen die ein und was kommt dabei raus. Und dann lernt man auch, oder dann kann man schon mal Stimmt. erkennen, ja. wie sehen diese Prompts typischerweise aus. Wir zum Beispiel haben uns da auch so ein paar Sachen verkünstelt für unsere Präsentation, die wir so machen. Weil viele Dinge, die ich als Text darstelle, mit einem Bild kombiniert besser haften bleiben im Kopf. Also generieren wir Bilder, die zum Text passen. Und haben damit mit Journey natürlich auch einiges ja. probiert und das ist echt spannend. Ja. Aber das andere da bauen, ja. was dafür genau. interessante Bilder rauskommen. Somit, um noch ganz kurz zu sagen, Beispiele findet man dort sehr gut. Genau. Ich meine, eine Seite heißt sogar auch Prompt Hero, wo wirklich sehr viel drauf ist, aber das sind auch eher so die gut gelungenen Bilder, wo man dann auch mal gucken kann. Also einige haben wirklich so einen kompletten Parametersatz, wo dann drin steht High Res und Full HD, vielleicht noch ein Kameramodell dazu und wirklich so einen ganzen Haufen Begriffe dafür, um das so ein bisschen zu steuern. Nochmal ein bisschen einfacher, da befinden wir uns jetzt so ein bisschen wieder in den Anfängen 2016 bis 2018. Kategorisierung von Bildern, also Hund, so ein bisschen Katze ist da drin, ein bisschen Maus bei beiden, aber ein Hund wird es wahrscheinlich sein. Also das hat so 2016 schon relativ gut funktioniert. Das war aber noch relativ primitiv. Dann die Bildtransformation. Von einem zum anderen direkt umsetzen, wie so eine Gebäudefassade zusammengesetzt ist. Der eine Blauton ist ein Fenster, der andere ist halt Mauerwerk und ja, solche Verzierungen oder so. Da gibt es so eine 1:1-Transformation, da kann man relativ einfach so ein Netz drauf trainieren. Das ist dieses Pix-to-Pix. Da braucht man aber immer ein Ein- und ein Ausgabebild, was sich direkt entspricht. Nur so funktioniert das dabei. Dann haben wir noch die Luftbilder zur Straßenkarte, funktioniert auch relativ gut, auch schon damals, 2017. Dann, ja, sowas wie Umriss ausmalen oder ein Bild umwandeln von ja, Tag zu Nacht. Also da haben sie ja an derselben Position dasselbe Bild aufgenommen. Von daher gibt es ja auch quasi eine 1:1 Entsprechung. Sowas hier wie Schwarz-Weiß in Farbaufnahme umwandeln, also es erfindet letztendlich Farben. Nur ob das jetzt wirklich ein Zitronenfalter ist, ob die Blüte jetzt gelb ist, ich weiß es nicht, aber es sieht ja erstmal halbwegs brauchbar aus. Und das war eben auch 2017. Dann kann man natürlich solche Sachen auch komplett falsch anwenden. Das habe ich am Obwohl das ist sogar noch vor meinem ersten Vortrag gewesen, hatten wir mal so eine kleine Projektreihe, wo ich sowas mal vorgestellt habe. Man kann sowas auch komplett falsch natürlich machen. Wenn man jetzt so ein trainiertes Netzwerk mal, was auf Burgen trainiert ist, mit einer Katze bewirft, dann kommt da natürlich Mumpitz raus. Also so, ja, ne? Katzenburg-Matsch. Kann man machen. Weil das Netzwerk das macht das, wofür es trainiert ist. Dann haben wir die Bildtransformation ohne direkte Entsprechung, also von einer Fotografie zu Monet, zu Van Gogh und Cézanne vielleicht, weiß ich nicht. Also auf verschiedene Malstile umbauen. Das klappt auch ganz gut, wobei es da ja keine Entsprechung gibt.
Also die haben ja nicht alle diese Fotografie da gehabt und haben denn jeder das nach, also jeder hat das ja nicht nach seinem Stil einmal gemalt, sodass man das wirklich machen könnte. Dafür gibt es auch Methoden und das hat 2017 angefangen. Dieses Projekt bis 2020, dann war es quasi so ein bisschen vorbei. Das fand ich auch durchaus interessant, denn da gibt es ja keine Entsprechung. Was man so ein bisschen dabei sehen kann, Zebras, die leben ja eigentlich eher so dort, wo es wenig grünes Gras gibt. Von daher wird das Pferd nicht bloß in Zebra umgewandelt, sondern gleichzeitig die Umgebung wird auch noch so ein bisschen angepasst, so ein bisschen farbmäßiger, also dass es so ein bisschen steppenmäßiger vielleicht aussieht. Und an einigen Stellen sind auch so ein paar kleine Fehler drin. Also dieser eine Pfahl, der da ist, der bekommt auch so ein bisschen Zebramuster. Aber ja, fand ich schon interessant, dass sowas geht. Hast du aber in Echtzeit gerechnet, gell? Ja, also das ist jetzt eine GIF-Animation. Ja, aber das gibt es in Echtzeit gerechnet. Also ich habe das mal gesehen. Ja. ESET hatte das mal auf einem Vortrag vorgestellt und zwar haben die gesagt, also das rechte Bild entstand von einem Video-Livestream. Achso, ja. Das, was wirklich interessant daran ist, dass die gesagt haben, sie haben das linke mit einer Livecam aufgenommen und das rechte wurde in Echtzeit parallel dazu generiert von dieser KI. Ja. Also das war eigentlich dann das, wo es dann so geheißen hat, also man kann im Prinzip nichts mehr glauben, was man auch als Live-Bild verkauft bekommt, weil es tatsächlich möglich ist, das Live-Bild dahingehend schon zu beeinflussen. Ja. Also gerade was Optimierung angeht, hat sich da auch sehr viel getan. Also Dinge, die man vor ein paar Jahren sich eigentlich hätte noch gar nicht vorstellen können, dass sowas auch auf normalen CPUs ohne Grafikkartenbeschleunigung läuft, das funktioniert. Ja. Also auch auf relativ betagter Hardware, also nicht der, aber auf andere. Also das geht in alle Richtungen. Ja, dann noch so ein bisschen Steinzeit der Bildgeneratoren, 32x32 Pixel, ein Netzwerk, was darauf trainiert wurde, um Katzengesichter zu machen oder Menschengesichter. Also sowas kam dann damals dabei raus. Ja, war das erste Mal, als ich den Vortrag oder die alte Version von dem Vortrag gehalten habe, eher so, naja, und heute, naja, bloß noch historischer Fakt am Rande. Dann haben wir hier Deepfakes. Genau, also das kommt nicht daher, aber ich glaube, man kann sie ganz gut erkennen, auch erstellt mit Stable Diffusion bzw. Deliberate heißt dieses Netzwerk, mit dem ich relativ viel da mache. Dieser leicht verunglückte Film, oder wo sie Carrie Fisher auf jung gemacht haben, das so ein bisschen verunglückt war, da haben sie das über Deepfakes gemacht und sah dann deutlich besser aus. Dann noch ein paar Beispiele, was da möglich ist. Ein paar Sachen, die ganz lustig sind. Hand of Blood, keine Ahnung, ob den jemand kennt, auch Gamer-Ecke, macht teilweise ganz lustige Videos. Und er hatte Corona, war komplett flach und ein Kollege von ihm hat dann die Moderation oder hat dann irgendwie ein Spiel vorgestellt. Die Stimme ziemlich gut selbst imitiert, der kann das. Das Gesicht haben sie nachher über Deepfakes draufgepackt und es hatte natürlich so ein paar Ausfälle an einigen Stellen. Also man konnte sehen, dass es nicht echt war, aber es war schon sehr, sehr dicht an der Realität dran. Kann man sich da mal angucken. Oder bei Deep Face Lab Fan, der sammelt Beispiele dafür, zum Teil auch aus dem, also irgendwelche Filme, wo er denn original vorstellt und dann wird da einfach mal ein Schauspieler ausgewechselt. Und das sieht sehr, sehr echt aus. Face Swap heißt so ein Projekt bei GitHub, kann man ausprobieren. 2015 hat es angefangen, gibt es immer noch, wird immer noch rege weiterentwickelt. Dann die Text-zu-Bild-Generatoren. Ja, da gibt es sehr interessante Sachen, es gibt sehr spezielle Netzwerke. Das Skurrilste, was ich hatte, das ist darauf trainiert, Mikroskopbilder zu generieren. Also das macht wunderbare Pantoffeltierchen. Und anderes, was man so unter so einem Mikroskop sehen kann. Und daneben gibt es sehr allgemeine Netze. Also die Liberate, was ich gerne nehme, also das kann irgendwie kann das alles. Und das in relativ wenig Speicher.
Das Modell sind 4 Gigabyte und was da drin ist, oder vielmehr, es sind ja bloß statistische Wahrscheinlichkeiten, die da drin sind, aber damit lassen sich sehr viele Sachen sehr realitätsnah nachbilden, so wie der nette Herr dort, der mal spontan seine Frisur geändert hat. Also sowas kriegt man da rausgekitzelt. Ja, genau. Und die ganzen Modelle, die es so gibt, die basieren eigentlich üblicherweise aus Bildern aus dem Netz. Das, ja, das ist so, ne? Also, ja. Wo sollen die Bilder sonst auch herkommen? Wie da jetzt so der juristische Status ist, keine Ahnung. Da streiten sich die Juristen zu, ob das geht, ob das nicht geht. Aber ja, es wird so oder so gemacht. Und von daher, der Zug ist so ein bisschen abgefahren. Bei den Prompts, die es gibt, nochmal ein bisschen da zurück. Also sowas, was ich da manchmal reinpacke, ist eben Foto. Man kann danach einen Punkt machen, Komma machen, ist relativ egal. Denn sowas wie Hyperrealistic 8K, was die Netze natürlich nicht generieren, aber es ist ein Stichwort, was bei einigen Bildern vorkommt. Und damit schiebt man das Ganze in so eine gewisse Richtung. Sowas wie Ultra Detailed, Ultra Realistic und so weiter. Ja, dann kommen andere Dinge raus. Wenn man jetzt statt Foto macht, Illustration, kommt was komplett anderes raus. Oder wenn man Oil Painting nimmt, dann kommt wiederum was anderes raus. Problematisch, ja, also es gibt kaputte Dinge, die in Bildern häufig kaputt sind. Da habe ich gleich auch noch ein bisschen was zu. Das Bild, würde ich sagen, sieht erstmal so optisch nicht kaputt aus. Aber Dinge, die häufig kaputt sind, sind Anzahl von Fingern. Also der Durchschnitt liegt bei vielleicht 6 ungefähr. So, und viele andere Dinge können auch kaputt sein. Und man kann versuchen, das durch negative Prompts so ein bisschen auszublenden. Das klappt mehr oder weniger gut. Ich würde eher sagen, weniger gut. Man kann auch vorhandene Modelle durch sogenannte Hypernetworks erweitern. Da legt man quasi nochmal so ein Netzwerk obendrauf, sodass Faktoren verstärkt werden, die man unbedingt haben möchte. Da gibt es auch wieder sehr skurrile Sachen. Das gibt eins, das macht Pandas. Also da kann man in jede Szene einen Panda einbauen. Und dann sieht der Panda besonders gut aus. Sowas gibt es. Oder irgendwelche Bildstile für morgens, abends, Ölgemälde und so weiter. Da noch meine 105-2-Regel, die ich ja schon hatte. 100 generieren, 5 sind okay, so okay. Und 2 davon sind gut, Rest ist eigentlich Tonne. Dann kommen wir zum interaktiven Teil. Heiteres Film erraten, fiktive Filmszenen. Also, welcher Charakter ist das und welcher Schauspieler? Lauter. Das ist schon sehr gut. Es ist nicht. Also interessant an diesen Sachen ist ja, also es werden markante Details sind mit drin. Also Harrison Ford, würde ich sagen, den kennt man wirklich, also in jungen Jahren. Dass er jetzt komischerweise 2 Gürtel trägt, okay, hat man vielleicht früher so gemacht. Dieser etwas zerknautscht guckende Mann in dem, ja, also irgendwie sowas trägt er, ne? Aber irgendwie das Gesicht kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Also die Frisur, ja, also ist vielleicht so ein Double oder so, der es mal probiert hat. Und es fehlt ja eigentlich noch das markante Markenzeichen von Columbo. Also, aber so ein bisschen angedeutet. Genau, ja. Aber das ist schon mal, das war gar nicht schlecht. Die Frisur zeigt eigentlich, dass es Ja, Columbo ist. genau. Und Also von daher kommt die Assoziation ja. zu Columbo. Ja, das war. Obwohl am Blick vielleicht auch so leicht. So, jetzt mache ich das Ganze einmal schwer. Also nochmal die Auflösung: Indiana Jones, Columbo, klar. So, jetzt etwas schwieriger. Links, was ist das für ein Film?
Und rechts natürlich, wie heißt dieser wunderbare Film? Hm? Oh, ein bisschen älter. Hm? Na, möchte. Hm? Nein, viel zu neu. Nein, älter. Eigentlich ist es ein Schwarz-Weiß-Film. Nein, das war aber schon in Farbe. Und? Hm? Also man kommt auch nicht drauf. Links, Raumpatrouille Orion. Und rechts dieser Film, der heißt BOH1, AEW6 und so weiter. Denn man kann so einem Netzwerk irgendeinen Prompt vorgeben. Es wird garantiert irgendwas daraus generieren. Und anhand von den Begriffen oder in diesen Begriffkombinationen, ob es damit irgendwas anfangen kann, kommt irgendwas dabei raus. Und Raumpatrouille Orion, das kennt das Ding einfach nicht. Aber aus diesen Begriffen macht es irgendwas, was in die Kategorie Sci-Fi gehört. Und das andere ist einfach zufälliger Krams. Also das ist mit dem Passwortgenerator, habe ich das einfach generieren lassen, da diese Buchstaben-Zahlen-Kombination. Und dann kommt sowas dabei raus. Unter anderem. Also die 100 Bilder, oder ich glaube, ich habe gar nicht so viel davon gemacht. Also es ist komplett, da ist es komplett zufällig, was dabei rauskommt, weil es einfach überhaupt keine Basis gibt, in welche Richtung das gehen soll. Dann, wie das Ganze entsteht, da habe ich wieder mein Deliberate, noch in der älteren Version 1.1, also die 2er-Version gibt es jetzt, vielleicht gibt es auch eine neuere. Da habe ich mal generieren lassen. Haus im Wald bei Mondenschein. Wenn ich jetzt die Auflösung mal gleich lasse, diesen Zufallszahlenwert auch hier gleich lasse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann nur 5 Schritte mache. Also bei jedem Schritt wird das Bild anders. Also ich dachte eigentlich, vorher, bevor ich das so ausprobiert habe, da wird Rauschen rausgenommen. Also die Details werden immer klarer. Aber von der Grundidee bleibt es gleich. Also es wird bloß besser. Also das hier sind jetzt 5 Schritte. Als nächstes haben wir 10 Schritte. Das ist ein komplett anderes Haus. Es sieht deutlich klarer aus als vorher, aber es ist auch ein komplett anderes Haus. Dann mit 15 Schritten hat sich wieder was geändert. Also das ändert sich ständig. Da ist an der Seite mal so ein Erker angebaut. Und von 15 auf 20, da ändert sich dann mal die Tür, da oben ist dann auch noch was angebaut oder weg. Und es ist nicht so, dass Details verbessert werden, sondern es wird umgebaut. Ja, dann, was geht gut? Oder vielmehr, was sieht irgendwie gut aus? Also Wasser, finde ich, sieht häufig einfach sehr gut aus. Ob das jetzt nun physikalisch stimmig ist oder so, darum geht es mir nicht, aber es sieht erstmal irgendwie gut aus. Also da sind so Wellen drauf bei dem Elefanten. Die Wasserbrechung ist dann auch mit dabei. Das sieht schon irgendwie gut aus. Rechts würde ich sagen, das sieht ja auch irgendwie total toll aus. Bloß wenn man sich jetzt mal anguckt, das stimmt auch nicht so ganz. Also eigentlich... Das ist nicht so richtig. Das ist nicht so richtig gespiegelt, wie man das eigentlich so kennt. Aber es sieht gut aus. Dann, was geht auch noch gut? Wasser und Glas. Sieht doch toll aus, oder? Aber wenn man sich den Schatten unten anguckt, naja. Kommt nicht hin, sieht aber auch irgendwie gut aus. Oder
wo da aus so einer Flasche irgendwie so eine Fontäne rauskommt. Sieht doch auch gut aus. Aber das passt alles nicht. Aber es sieht gut aus. Was auch, finde ich, immer gut aussieht. Oder bei vielen. Haare. Also, dass sich die beiden Damen links irgendwie dieselben Haare teilen, ist so ein bisschen unglücklich. Aber ich würde sagen, das sieht trotzdem gut aus. Oder, naja, die Frisur in der Mitte. Ja, also es sieht irgendwie realistisch aus, kann ich mir vorstellen, dass das echt ist. Oder, naja, selbst der Herr auf der rechten Seite muss man mögen. Warum nicht? Kann nicht sein. Sowas funktioniert. Das ist natürlich jetzt auch eine Auslese mit 105.2. Also da war auch viel Mist bei. Was funktioniert eher schlecht? Anzahl von Objekten. Für meine Homepage habe ich mir, also ich hatte erst geguckt, ob ich so Stockbilder nehme dafür. Und dann habe ich das nachher generieren lassen, so wie ich das haben wollte. Und was überhaupt nicht funktioniert, sind Anzahlen. Also wenn ich jetzt einen Tisch haben möchte mit einer Blume, das funktioniert nicht. Da wird mir normalerweise das ganze Zimmer vollgeräumt mit, es sieht hinterher aus wie ein Blumenladen. Sowas funktioniert nicht. Oder Ortsangaben. Ich möchte eine Palme in der Ecke haben. Das klappt auch nicht. Dann, was auch problematisch ist, ist Objekttrennung. Also sowas wie Extremitäten bei Menschen. Also Gruppenbilder, wo Arme ineinander überfließen oder hier auch ein, ja, zwar irgendwie gruselig, aber es gibt deutlich schlimmere Bilder, wo das richtig furchtbar ist. Also wo die Trennung nicht funktioniert. Eigentlich sollte der Mann einen Pinguin umarmen und sowas kommt dann dabei raus. Extremitäten, sowas wie Fingeranzahl, ist eher Glückssache. Also 5 ist zwar oder hätte man gerne, aber wird quasi nie erreicht. Gesichter, ja, sind auch eher ein Problem. Wobei das ja auch, ich glaube, das würde sagen, das gehört auch so in die Richtung Psychologie oder so. Wir wissen, wie Gesichter auszusehen haben und alles, was davon abweicht, da fühlen wir uns unwohl. Das ist dieses Uncanny Valley. Für Gesichter gibt es aber spezielle Netzwerke, die nach dem Generieren von Bildern das Gesicht wieder gerade zieht. Das klappt überwiegend sehr gut. Also wenn man diesen Filter mal weglässt, dann ist es eher so verunglückt bei vielen Bildern. Aber mit dem Filter hinten drauf, dann ist wieder alles da, wo es sein soll. Also mit Pupillen in den Augen und so. Und ja, also das klappt ganz gut. Dann... Wie das Ganze so ein bisschen wahrscheinlich funktioniert. Ich bin ja kein Wissenschaftler, der so tief drin sitzt oder der es bis zum letzten Ende erklären kann. Aber, obwohl ich weiß gar nicht, ob das wirklich jemand komplett erklären kann, sodass es auch wirklich Hand und Fuß hat. Das ist auch so ein bisschen problematisch dabei. Also was ich mir denke, die künstlichen neuronalen Netzwerke, die lernen aus Textbestandteilen, also Beschreibungen von Bildern, eine gewisse Zuordnung zu ja, sowas wie Objekten, zu Eigenschaften, zu Features und verknüpfen das irgendwie. Und wenn man jetzt häufig genug sowas hat wie einen Sonnenuntergang, dann gibt es so eine statistische Wahrscheinlichkeit, wie so ein Sonnenuntergang auszusehen hat. Künstliche neuronale Netzwerke, die haben überhaupt kein Wissen über das Eigentliche, über die Welt als solches. Also keine Ahnung, Physik oder sowas, das kennen die nicht. Also was passiert, wenn ich einen Ball fallen lasse? Das weiß so ein Netzwerk nicht. Es lernt letztendlich ja Wahrscheinlichkeiten von Pixeln, wie die anzuordnen sind mit der Verknüpfung von Begriffen. Darum funktioniert das auch nicht mit den Anzahlen oder was zu positionieren ist. Sowas wie so ein Pinguin hat Schnabel und Flügel. Wie viele das nun sein sollen, das kann das Netzwerk auch nicht zählen. Also das ist da irgendwie nicht drin. Darum kommt es häufig zu solchen Sachen. Also so ein Pinguin, der hat irgendwie sowas, Flügel, aber die Anzahl ja, ist so ein bisschen Glückssache. Auch wo Flügel zu positionieren ist, ist auch so ein bisschen Glückssache. Genau, und dass so ein Mensch üblicherweise 2 Arme und nur 2 Arme und 5 Finger hat, naja.
Das kann allerdings auch daran liegen, dass das in den Bildbeschreibungen normalerweise nicht drinsteht. Denn normalerweise wird man nicht dazu schreiben, das ist ein Gruppenfoto. Und übrigens, alle Menschen, die darauf abgebildet sind, haben 5 Finger und 2 Arme. Also sowas kommt in den Trainingssätzen wohl auch nicht vor, die auf der Bildbeschreibung von vielen Bildern liegen. Genau. Und ja, Variationen von Bildern, sowas wie Sonnenuntergang oder eben auch die Haare oder Wasser oder sowas, was häufig beschrieben wird und in Variationen in vielen Bildern vorkommt, das ist einprägsamer für so ein Netz. Da hat es mehr statistisches Material quasi, um das besser nachher nachzubilden. Also sowas klappt dann nachher besser als spezielle Sachen. Dann Bilder hochskalieren. Das war unser Halloween-Special und da habe ich mal so ein Bild genommen aus unserem Livestream und habe das mal ordentlich runterskaliert auf 480x270 Pixel. Das ist in jeder Dimension bloß noch ein Viertel von dem Full-HD-Bild bzw. ein Sechzehntel der Pixel insgesamt. Wenn man das jetzt nimmt und das hochskalieren lässt, kommt sowas dabei raus. Je nachdem, worauf dieses Netzwerk optimiert ist, was sich neue Pixel ausdenkt, klappt das mehr oder weniger gut. Also diese Horrorfigur im Hintergrund, die ist, könnte man sagen, ist okay. Dass der Schatten bei den Buchstaben nachempfunden ist, ist auch ganz gut. Diese Blutspritzer und so, das ist alles ganz okay. Problematisch würde ich sagen, Augen. Also so sehe ich auch nach der schlimmsten Übernächtigung nicht aus. Also von daher, das ist nicht so realistisch, oder mein Kollege hier. Nee, auch nicht. Also das kann auch nur bis zu einem gewissen Grad Details sich ausdenken. Sowas wird auch bei Spielen gemacht. Also da gibt es irgendwie von Nvidia so einen komischen Algorithmus drin, der Bilder hochskaliert, damit die Grafikkarte eigentlich kleinere Auflösungen erstmal rendert und wird es hochskaliert. Und das klappt relativ gut, muss man aber wahrscheinlich für jedes Spiel nochmal extra optimieren. Ja, dann die Chat-Systeme. Da habe ich, wie das wahrscheinlich fast alle irgendwie gemacht haben, die irgendwie was mit YouTube und so weiter machen, irgendwie so Medienzeugs machen, die haben sich das mal angeguckt. Ich habe ein Video dazu gemacht, da habe ich mir Folien erstellen lassen für einen KI-Vortrag, also nicht für den hier. Und da habe ich relativ allgemein gesagt, ich hätte jetzt gerne Folien für so einen KI-Vortrag. Ich musste jede einzelne Folie anfordern, mach mir erste Seite, also erste Folie, zweite Folie, dritte Folie, vierte. Hatte ich hinterher 10 und dann wollte ich noch ein Anschreiben haben und es war alles okay. Ich habe das durchgeguckt. Der Vortrag war insgesamt ziemlich seicht. Und das, wo ich nochmal nachgeguckt habe, war geschichtliche Entwicklung. Also ob das mit den Jahreszahlen so stimmt, das kam sogar hin. Also das war insofern okay. Also war zwar langweilig, aber irgendwie okay. Andere Baustelle, der BAFH, Bastard Assistant from Hell. Nein, okay. Falsches Publikum. Also da geht es um humoristische Ausreden für IT-Administratoren. Da sind ziemlich abgefahrene Sachen bei, von wegen Eichhörnchen fressen im Rechenzentrum alle Kabel und durch Elektronen gibt es eine Unwucht bei der Festplatte und sowas. Und da gibt es mehrere Ausreden. Da gibt es auch so einen Ausredenkalender zu. Die habe ich genommen, habe die bei ChatGPT reingeschmissen. Und wollte jetzt mehr haben, in demselben Stil. Ja, ChatGPT ist ein amerikanisches Produkt, das merkt man sofort, denn da sprang die KI-Rechtsabteilung an, die hat gesagt, nee, so geht das ja nun mal gar nicht. IT-Probleme muss man ernsthaft angehen, nur so kommt man zur Lösung, und man sagt, ja, okay, gut, das ist mir klar, darum geht es ja auch nicht. Aber mit dem Zusatz, ich möchte gern humoristische Antworten haben, hat das funktioniert? Da habe ich denn die Rechtsabteilung da irgendwie so ein bisschen ausgetrickt, damit ging das. Einige von diesen Ausreden sind durchaus witzig. Also auch wieder so diese 100-105-Regel. Also 5 von 100 sind ganz okay, würde ich sagen. Da sind auch sehr viele langweilige bei. Das sind leichte Abwandlungen von existierendem Zeug.
ja, es geht so, ne? Und das Themenspektrum ist insgesamt kleiner, als was mein Eingabedatensatz hat. Also ChatGPT hat sich so auf Tiervergleiche, also hat dann quasi das Kabel wurde von einem Waschbären, von einem, was weiß ich, irgendwas angefressen und überhaupt. Also sowas gab es häufig. Also das erste und das zweite gibt es auch als Video bei mir. Und dann habe ich ein Spiel generieren lassen in HTML und JavaScript mit einer Beschreibung und das Grundgerüst, das hat schon ganz gut funktioniert, aber ChatGPT hat da in der 3.5er-Version Teile von meiner Eingabe ignoriert, auch nach mehrmaligen Nachfragen. Ich hätte das jetzt gerne nochmal in besser, dieser Punkt ist mir wichtig, das wurde ignoriert. Und nach mehreren Runden mit Verbesserungsanfragen kam da bloß noch kaputter Krempel raus. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal zum Video aufarbeite. Also ich habe das alles rumliegen, könnte das also noch machen. Ja, komplett andere Baustelle. Was ist der Strombedarf von Chat, also von GPT-4, von dem Modell, was jetzt aktuell ist, was allerdings nur gegen bare Münze zu mieten ist oder man kann ja Tokens kaufen. Ja, und dann kann man das über eine API anbinden oder ich glaube, man kann auch irgendwie so einen Monatsbetrag machen, dann kann man sich mit ChatGPT-4 unterhalten. Das ist nicht nachhaltig. Das stimmt. Also das Training dafür benötigte circa eine Gigawattstunde innerhalb von 34 Tagen. Also 34 Tage haben sie es trainiert und das entspricht dem Verbrauch von 3000 europäischen Durchschnittshaushalten auch während derselben Zeitspanne. Die Beantwortung einer Anfrage benötigt bis zu 300 Wattstunden. Also 300 Wattstunden, das sind 300 Watt Glühbirnen, die man eine Stunde brennen lässt. Also es wird warm. Kleiner Server eine Stunde. Ja. 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 Also das ist gar nicht so, und das ist eben bloß eine Anfrage. Und das sind irgendwie bloß so Schätzungen, die ich von Wikipedia da und das bezieht sich auf Zeitungsartikel, wo es auch quasi bloß geschätzt wird. Aber die Größenordnung ist wahrscheinlich richtig. Betriebskosten liegen bei 100.000 bis 700.000 US-Dollar. Weiß man auch nicht so genau, aber das ist schon eine ganze Menge. Aber wahrscheinlich kommen die damit ganz gut zurande, wobei Microsoft ja sehr viel Geld da reinsteckt. Also die werden von heute zu morgen nicht pleite sein. Aber das ist deutlich mehr, als was so eine klassische Google-Suche zum Beantworten an Strom verbraucht. Also es ist deutlich mehr. Ja, dann aus unserem Livestream, wo wir schon mal hatten, wo wir es mal ausprobiert haben, so ein bisschen Just Chatting mit KI, da haben wir auch gefragt von den Zuschauern, habt ihr noch mal ein paar lustige Ideen, was wir machen können? Also so Klassiker wie, was ist die Antwort auf alle Fragen? 42 natürlich, ja gut. Nerdhumor ist da denn auch drin in dem Alpaka. Aber es kann bis zu einem gewissen Punkt auch Deutsch. Wenn man jetzt fragt, gibt es Bielefeld wirklich? Alles natürlich groß geschrieben, Fragezeichen. Nein, es ist eine Illusion. Es gibt kein Bielefeld. Und darunter kommt noch die Erklärung, ja, also es gibt keine echte Stadt, die Bielefeld heißt. Das ist eine Illusion. Also ein Platz, den es auch nicht gibt, einen Ort, den es nicht gibt. Und ja, also das ist schon ganz interessant. Wobei man dieses Alpaka-Modell mit dem Alpaka-CPP auf normalen Rechner ohne Grafikkarte ausführen lassen kann, das ist durchaus interessant und es gibt sehr viele weitere Modelle, die zum Teil auch im Entstehen sind. Und im Gegensatz zu den Modellen von den Konzernen, wo man nicht weiß, was drin ist, die wahrscheinlich nicht sauber gearbeitet haben mit ihren Quellen, wird jetzt gerade daran gearbeitet, sowas auch nachprüfbar zu machen, welche Daten von wo sind eingeflossen, dass es auch sauber ist. Daran wird gearbeitet. Also da tut sich eine ganze Menge. Was jetzt auch relativ frisch war, ist aus der letzten Woche von Hugging Face gibt es auch so einen Chat, der ist noch sehr neu und naja, also das befindet sich noch an, ja, also noch ein bisschen am Anfang, es kommt auch schon eine ganze Menge dabei raus. Ich habe dann mal gefragt, welche Themen sollte ein Linux-YouTube-Kanal behandeln?
Ja, da kommen so ein paar Sachen, die erst ganz gut klingen, aber naja, hat jetzt nicht unbedingt wirklich viel mit Linux zu tun. Unten schon ein bisschen mehr, das ist gar nicht so schlecht, aber es ist auch so ein bisschen zufälliges Zeugs aus dem IT-Bereich mit bei. Aber es wird sich deutlich bessern und ich denke mal sehr schnell. Dann andere lustige Dinge, die in die Richtung gehen. Das ist auch alles natürlich, oder das erste ist auch geschlossen. Da kann man sich mit fiktiven Charakteren unterhalten. Da kann man sich mit Super Mario unterhalten oder mit Guybrush Threepwood aus Monkey Island und kann, ich glaube, so ungefähr 5 Fragen stellen und da muss man dafür bezahlen. Aber das, was bei Guybrush Threepwood rauskam, das passt zum Spiel. Also sowas wie, welche Inseln hast du besucht und was ist das Geheimnis von Monkey Island und so, da kommen Dinge, die zum Spiel wirklich passen. Das ist interessant. Ist natürlich eine Spielerei, eine Tech-Demo von dieser Firma. Ja, dann Open Assistant. Damit wird ein neues Sprachmodell generiert, was auch wiederum in dieses Hugging Chat irgendwie mit einfließt, wo ja derzeit so Fragen, Antworten, Paare gesammelt werden, natürlich von Menschen und ja, das soll das Ganze verbessern. Die freie Variante, die saubere Variante im Gegensatz zu GPT-4, das ist Red ja, Pajama. Da werden Daten gesammelt, richtig kategorisiert und hinterlegt, von wo was kommt. Und so, dass auch wirklich bloß freie Sachen drin sind, dass man das auch wirklich verwenden darf. Dann, was in die Kategorie so ein bisschen Darwin Award geht, also das könnte ziemlich schnell nach hinten losgehen, ist AutoGPT. Das verwendet ChatGPT, um Fragen an Suchmaschinen zu stellen, Python-Code zu generieren, damit wieder den wieder selbst auszuführen, Websuchen zu machen, Ergebnisse zu parsen und sonst irgendwas. Also es ist so eine Maschine, die irgendwie durchläuft, die ist allerdings auch gebremst. Also normalerweise muss man jede Anfrage, bevor sie ausgeführt wird, noch abnicken. Das ist eine gute Idee. Also das geht so ein bisschen in Richtung gruselig. Also das kann man sich mal angucken. Ich würde es nicht verwenden. Aber man kann immer Dinge zusammenpacken, die durchaus ein noch höheres Gefährdungspotenzial haben, als es an sich schon hat. Bark fand ich auch ganz lustig. Sprachausgabe. Also mit Deutsch hat es nicht wirklich funktioniert, aber das Ganze ist auch in, ja, das ist alles in Entwicklung. Das könnte auch noch sehr interessant werden. KI-Suchmaschine Find finde ich auch interessant, denn das Interessante dabei ist, es werden Quellen aufgelistet, woraus sich die Antwort, die erstellt wird, zusammensetzt. Also man kann solche Grundsagen, also hier erstelle ein HTML-Gerüst, da kommt schon mal was ganz Praktisches raus, aber wenn ich dem nicht traue, was jetzt dieses Modell da generiert hat, kann ich diese einzelnen Quellen da ja angucken, wo sowas erklärt wird. Finde ich eine ganz gute Sache, denn Erklärung, wo was herkommt, ist immer gut. Dann, ja, ein paar Minuten haben wir ja noch. Die Grundidee bei dem Ganzen ist eigentlich ja, wir haben so eine Blackbox, da ist das Netz drin. Wie auch immer das aufgebaut ist, auf der einen Seite schieben wir Daten raus, auf der anderen Seite möchten wir eine Ausgabe haben, die unseren Vorstellungen entspricht. Und beim Trainieren wird dieses Netz eigentlich so lange mit Daten beworfen und dieses Netz da drin wird so lange angepasst, bis es denn gut genug ist. Und beim Anwenden werden bloß noch Daten reingegeben und dann muss man mit der Ausgabe leben. Also das ist so dieser Grundgedanke dabei. Ja, grundlegend so eine künstliche Zelle. Wir haben Eingabewerte, das können Pixel sein, das können einzelne Samples bei Ton sein, Buchstaben von Texten. Die werden genommen mit einer Gewichtung versehen. Also das ist so wichtig von 0 bis 1 quasi, das sind normalerweise Fließkommazahlen. Dann wird das Ganze summiert.
Und wenn es über einen Sprungwert drüber geht, dann wird das Ganze weitergegeben an den Ausgang. Das entspricht so ein bisschen dem, was wir auch im Kopf haben, also den natürlichen Zellen. Also ja, in die Richtung geht es. Die Biologie ist noch irgendwie ein bisschen anders, aber grundlegend ist es die Richtung. Und das ist da auch das, was der Mitschüler damals mir erzählt hat. Dann kann man das Ganze ein bisschen komplizierter machen. Bei diesen einfachen Zellen, die haben eine Eingabe und die können sich aber nichts merken. Dafür gibt es dieses langes Kurzzeitgedächtnis, LSTM. Da kann diese Zelle selbst Werte sich merken für später. Sowas braucht man bei Texten, weil sich, ja, also aus einzelnen Buchstaben ergibt sich noch nicht so viel. Also die Kombination von Texten, die Kombination aus Buchstaben macht Worte und macht hinterher Sätze und so weiter. Und das muss irgendwie zwischengespeichert werden, weil die Reihenfolge auch wichtig ist und so weiter. Und dafür gibt es zum Beispiel diese LSTM. Das ist vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, ob es noch so gebräuchlich ist, weil die relativ teuer sind, was Rechenzeit angeht. Von der Zelle zum Netz. Also wir haben Eingaben, dann haben wir die Zellen und wenn das direkt ausgegeben wird, ist das relativ einfach. Das ist so ein einschichtiges Netz. Wenn es zweischichtig ist, dann haben wir eine verborgene Schicht, die man auf der Ausgabe nicht sieht. Und je nachdem kann man dieses Netz anders strukturieren. Also mal ein bisschen enger machen, mal ein bisschen breiter machen, je nachdem, wie man es braucht. Ja, und dementsprechend ist das Ergebnis nachher besser oder schlechter. Dann haben wir hier so ein rekurrentes Netz, also das speist die Ausgabe gleich wieder zurück in sich. Damit kann man auch diese LSTMs zum Teil nachbilden oder eine ähnliche Funktionalität erreichen, aber mit weniger Hardware. Darum hat man das zum Teil gemacht. Oder macht man zum Teil immer noch, aber es kommt darauf an, was man vorhat. Dann die Tiefennetze, das kam ja vor einiger Zeit, war es ja mal dieses. Ja, war es ja quasi mal so ein richtiger Begriff, der eigentlich überall drin vorkommen musste. Dabei kombiniert man diese Grundnetze halt, also deutlich mehr von denen und macht das halt tiefer. Problem dabei ist es natürlich, man braucht mehr Rechenleistung, man braucht mehr Speicher dabei und je nachdem, welchen Zelltyp man hat, also diese LSTM, da braucht man sehr viel Rechen- und Speicherplatz dafür. Im Gegensatz zu den anderen einfachen Typen. Und nicht jeder Zelltyp ist für jede Aufgabe auch geeignet. Und die Dimensionierung von dem Netz muss natürlich auch zur Aufgabenstellung passen. Wenn es zu klein hat, dann passt es nicht. Wenn es zu groß ist, wird es einfach bloß zu klobig. Dann ist es in der Ausführung, im Training viel zu langsam. Das dauert dann halt ewig und letztendlich ist es auch zu teuer dann. Relativ neu sind die sogenannten Transformer. Ich habe ChatGPT da mal gebeten, das mal zusammenzufassen. Das stimmt auch. Ich habe das noch ein bisschen nachgearbeitet, aber das kommt ganz gut hin. Das verwendet verschiedene ja, Netzstrukturen, aber der Trick dabei ist, dass man eine Eingabe immer wieder hin und her wandelt von einem zum nächsten Form und das Ganze versucht so auf einen relativ dünnen Datenpfad zu quetschen und dann in ein anderes Netzwerk rein zu schieben und das Ganze dann zu optimieren. Also das ist nicht wirklich trivial. Also das braucht man für diese ja also für die Text-zu-Bild-Generatoren. Also aus dieser Eingabe, die man da hat, diese Texteingabe, wird ein relativ dünner Datenstrom, der dann an dieses Netzwerk, was eigentlich das Bild generiert, weitergegeben wird. Dann Training. Also es gibt einmal das überwachte Lernen, wo wir wirklich immer so ein Paar haben, Eingabe, Ausgabe, wie diese Bilder am Anfang. Wo es das direkt gibt, da kann man das relativ einfach machen.
man kann dann auch so, man sieht sofort quasi den Erfolg von diesem Netzwerk. Also wenn das ein paar Pixel abweicht, dann ist das nicht so gut, dann muss man dieses Netzwerk nachjustieren. Und das geht relativ einfach. Das ist das überwachte Lernen. Mit TensorFlow und anderen ja, Frameworks kann man das relativ einfach machen. Das ist da drin. Das ist da drin sehr gut optimiert auf Grafikkarten und Spezialhardware. Das kann man damit, ja, das kann man damit gut machen. Wenn man jetzt keine Paare von Ein- und Ausgaben hat, dann gibt es verstärktes oder bestärkendes Lernen, wo man Ergebnisse belohnen kann. Sowas wie Punkte in einem Spiel erreicht. Oder negative Ereignisse, wenn der Charakter ein Leben verliert. Also sowas kann man damit machen, wo man diese Paare nicht hat. Und aber eigentlich weiß, in welche Richtung das Ergebnis nachher gehen soll. Ja, genau. Also das Ganze noch mal ein bisschen zum. Genau. Also die Folien sind eigentlich auch so, dass man das Ganze hinterher noch mal eigentlich nachlesen kann, ohne das Video zu sehen oder so. Also genau, das hatte ich eigentlich schon. Dann, wie generiert man diese Bilder da? Mit wo ich am Anfang die Maler hatte, die natürlich nicht von dem Foto in ihrem Stil was gemalt haben, das gibt es nicht. Von daher wendet man einen Trick an. Man nimmt zwei Netzwerke, man hat einen Generator, der aus Rauschen Bilder generiert. Dann hat man so eine Oderweiche, also die dem anderen Netzwerk ein generiertes Bild zuweist und diesen Diskriminator, der soll, also der ist quasi der Detektiv, der soll sagen, ist das jetzt eine Fälschung, ja oder nein? Denn es gibt auch einen Stapel mit echten Bildern, die ja, die alternativ zu so einem generierten Bild an diesen Detektiv weitergegeben werden können. Und je nachdem, ob der Generator jetzt einen guten Job gemacht hat, wird dann der Detektiv bestraft oder umgekehrt. Und so werden die Netze immer weiter angepasst. Das ist der Trick dabei, wie man dieses bestärkende Lernen in diesem Fall machen kann. Das sind diese GANs. Ja, Grenzen von dem Ganzen. Trainingsdaten sind sehr wichtig. Also die müssen natürlich zum Anwendungsfall passen. Also wenn man jetzt schlechte, unpassende, einseitige Trainingsdaten hat, kriegt man schlechte Ergebnisse. Das ist irgendwie klar. Wenn man zu wenig Trainingsdaten hat, aber ein relativ großes Netz, dann kann dieses Netzwerk auch sehr viel auswendig lernen. Also natürlich nicht jeden einzelnen Pixel, aber relativ viel Informationen aus wenig Bildern abspeichern. Daneben gibt es natürlich auch noch zu kleine oder unpassend gestaltete Netzwerke. Das passt einfach nicht zum Anwendungsfall, dann kommt auch nichts Sinnvolles dabei raus. Das Gegenstück ist, wenn die Netze zu wenig optimiert sind, dann sind die zu langsam beim Training und auch nachher bei der Anwendung. Also es muss alles schon zusammenpassen. Und das ist nicht so einfach, da irgendwie so ein Zwischendings zu finden, sodass dass man damit irgendwie so grob zufrieden ist. Und die Nachvollziehbarkeit, ja, der Ergebnisse von Netzwerken ist eigentlich überhaupt nicht wirklich machbar. Also man kann nicht wirklich, also man kann an einigen Stellen vielleicht so grob gucken, worauf sein Algorithmus fokussiert, ob er vielleicht irgendwelche Strukturen besonders hervorhebt. Aber man kann schlecht nachvollziehen, wie es in so einem Netzwerk abläuft, damit man es auch wirklich erklären könnte. Ja, noch ein paar Beispiele für schlechte Trainingsdaten. Wenn man jetzt so, ja, Strukturen hat, also wie links unten, das ist ein Leuchtturm. Also wir wissen, dass es kein Leuchtturm ist, aber für so ein Netzwerk kann es durchaus sein, dass diese stangenförmige Objekt da aussieht wie ein Leuchtturm. Oder wenn es sich jetzt auf Details fokussiert, wie in der Mitte, das ist eine Digitaluhr. Denn da sind so Ziffern drauf. Das sieht aus wie eine Digitaluhr, weil es einen falschen Fokus hat, weil es
nicht diesen Gesamtüberblick hat, wo, ja, also jeder, der so eine Digitalkamera vielleicht kennt, wird sagen, das ist eine Digitalkamera. Da ist oben so ein Sucher, ein paar Knöpfe an der Seite, es ist keine Uhr. Oder sowas wie komplett, dass das eigentlich zu suchende Objekt fehlt. Also rechts da, das ist eine Qualle. Das ist zwar, der Kontext ist richtig, das ist Wasser, aber die Qualle, das Detail, das fehlt komplett. Also solche Sachen können dabei passieren. Oder sowas wie Erkennung von Hautkrankheiten auf Fotos. Da wurden Bilder von Krankheitsbefunden verwendet, um ein Netzwerk zu trainieren. Aber dieses Netzwerk, das hat sich, das ist quasi faul. Also das hat geguckt, ob da ein Lineal drauf ist. Denn jedes Mal, wenn Lineal drauf ist, dann wurde irgendeine Hautkrankheit vermessen. Und das ist das Detail, worauf sich dieses Netzwerk verlassen hat. Lineal da, krank, ansonsten gesund. Oder aus dem militärischen Bereich, da wurden Luftbilder genommen und dann hat dieses Netzwerk sich darauf fokussiert, wo der Schatten ist. Also wenn jetzt der Schatten vor einer Einheit ist, ist es die eigene und wenn er dahinter ist, ist es eine feindliche Einheit. Also ohne dass das, was man ja eigentlich wollte, damit erreicht wurde, aber diese Trainingsdaten, die haben das enthalten. Genau, und mein Fazit daraus, die sind faul und die können sich auf falsche Elemente oder Details konzentrieren, die überhaupt nicht im Sinne der Entwickler sind. Oder die lernen halt komplette Bilder oder sehr viele Strukturen aus Bildern auswendig. Das nennt sich dann Overfitting. Wenn man jetzt eigentlich so ein Netzwerk trainiert hat und das tut das, was es soll, kann man das mit gezielt manipulierten Bildern auch täuschen. Also das ist wieder das, wo man diese GANs nimmt und wo man jetzt, also das, was ich da gemacht habe, ich habe da mit GIMP so ein bisschen was reingemalt. Das soll natürlich so nicht sein. Im Original war da irgendwie noch so ein abstraktes Muster drauf. Also Mensch würde sagen, das ist weiterhin Stoppschild. Aber durch diese Modifikation von wenigen Pixeln oder von irgendwie so ein bisschen Zeugs, macht dieses Netzwerk, was darauf trainiert ist, Straßenschilder zu erkennen, eine komplette Kehrtwendung. Also die Stoppschild auf der linken Seite macht das zum Vorfahrtsschild. Also da, der. Genau. Genau, ja, das ist das KI. Also ich habe mittlerweile den Verdacht, dass dieser grüne Familienclan im Bundesumweltministerium die Gesetzesvorlage bei ChatGPT gemacht hat. Ich habe keine Ahnung von Physik und Ja. Also jetzt nicht darauf bezogen, aber so ein bisschen was. Wie lange darf ich überziehen? Das ist mehr oder weniger auch eine Vermutung. Wie kommt Google zu Trainingsdaten? Die haben ja schon relativ früh angefangen mit Street View und mit selbstfahrenden Autos rumzufahren, ordentlich Daten zu machen. Dann dieses Recapture, ich glaube, das kennen und hassen wir alle. Da bietet Google einen wunderbaren Service an. Natürlich nicht ohne einen gewissen Eigennutz. Denn da dürfen die Menschen Bilder kategorisieren. Also das hier ist jetzt ein Auto, das sind Motorräder, das sind Ampeln, Schornsteine und was weiß ich, was es noch alles gibt. Und bei einigen Bildern muss man ja auch noch markieren, welcher Bereich ist jetzt Schornstein und so weiter und so fort. Also das kriegen die bei Google quasi kostenlos. Also natürlich Stromkosten und so weiter, aber letztendlich kostenlos. Sie müssen keine Leute dafür mieten, die sowas tun. Und damit haben sie haufenweise kategorisierte Bilddaten. Dann Vermutungsbereich, also die werden natürlich ein künstliches neuronales Netzwerk damit trainieren. Vielleicht sind es sogar mehrere, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie eins, was nur Schornsteine macht
und eins, was nur Autos macht. Ich glaube, es ist eher eins, aber ich weiß es nicht. Was ich seit ein paar Jahren feststelle, also am Anfang waren es quasi unverfälschte Aufnahmen, die ja auch relativ gut waren. Aber seit ein paar Jahren werden die Aufnahmen schlechter und ich würde das nicht auf Bildrauschen oder auf schlechte Wetterverhältnisse oder sonst was schieben. Da steckt eine Absicht hinter. Was ich jetzt vermute, ist, dass Google diese Bilder künstlich modifiziert durch so ein GAN, also so ein Netzwerk, was Details leicht verändert, sodass ein komplett anderes Ergebnis rauskommt, das aus dem Stoppschild ein Vorfahrtsschild wird und sowas. Und dann wird das Ganze so lange modifiziert, bis es in eine falsche Kategorie rutscht und dann fangen wir wieder oben an. Dann nehmen wir den Menschen wieder und der soll wiederum sagen, ist das immer noch ein Vorfahrtsschild oder ist das ein Stoppschild oder ist das ein Motorrad? Das denke ich, dass die das damit machen, aber ich weiß es nicht. Dann noch ein bisschen, was StarCraft so kompliziert macht. Einmal, es liegen nie alle Informationen vor. Also im Gegensatz zum Schachspiel guckt man von oben drauf und sieht sofort, jede Figur steht da und da. Das sieht man da nicht. Also man muss aktiv Informationen einholen, man muss ja, den Bildausschnitt wählen, muss dann gucken, was sich da gerade tut und so weiter. Das ist eine andere Schwierigkeit. Und es sind Pixel mit. Ja, mit Einheiten, mit Gebäuden, mit Untergrund und was weiß ich alles. Es gibt aber auch keine optimale, immer gültige Strategie. Also man kann das so und so machen. Es gibt es nicht perfekt. Man hat dabei einen sehr großen Aktionsraum, Auswahl von Einheiten, Gebäuden, Kombination von den Ganzen. Das ist ziemlich viel, was man da machen kann. Und es gibt quasi noch zwei Problemfelder. Man hat Mikromanagement, man muss Einheiten richtig bewegen, von A nach B hier angreifen, Rückzug und so weiter. Und man muss langfristig vorausplanen können. Makromanagement, das muss diese KI auch können. Und sie muss auch noch schnell genug reagieren, da alle Aktionen in Echtzeit vorgenommen werden. Also es legt die Latte für so ein Netzwerk relativ hoch. Dann die Mausklickrate. Das, wo ich vorhin meinte, ja, die Summen oder dieses Brummen, wo die Profispieler 500 Mausklicks pro Minute machen. Also es ist eigentlich Irrsinn. Aber ich denke mal, da sitzt auch wirklich jeder Mausklick dabei und auf der Tastatur rödelt es auch die ganze Zeit. AlphaStar, also die KI von Alpha, der Firma hinter Google, die ist reduziert auf 270 also simulierte Mausklicks pro Minute. Also die darf weniger und ist dennoch besser. Wie haben wir das Ganze gemacht? Die haben erstmal Tausende von Spielverläufen genommen und damit überwachtes Lernen gemacht. Darauf haben sie Grundnetze ja, trainiert. Und am Anfang gab es auch eine einfache Oberfläche, sodass das Netzwerk Listen hatte für Einheiten, Gebäude und so weiter, Statistik, was deutlich einfacher war. Und die Ausgaben daraus waren Spielzüge, Bewege von A nach B. Dann wurden da diese Anfangsnetze genommen und weiter trainiert und gegeneinander hat man die spielen lassen. Und dann wurde wieder so eine Auswahl gemacht, also die guten Netze, die kamen eine Runde weiter, die durften den Parameter austauschen, wieder so ähnlich wie damals mit den Neurons. Und das haben die halt sehr oft wiederholt. Und dann haben sie den Schwierigkeitsgrad für das Netzwerk noch ein bisschen erhöht. Also am Anfang durfte das die ganze Karte aufgedeckt sehen, was kein Spieler normalerweise sieht. Und dann haben sie es darauf reduziert, dass es so ist wie bei den Menschen. Also hin und her scrollen musste die KI dann auch. Das gab zwar einen Knick in der Qualität, aber das ging auch relativ schnell wieder auf das alte Level dann hoch. Diese einzelnen Agents, die wurden auf den TPU V3, das sind so Spezial-KI-Chips von Google, trainiert. 16 Stück, jeweils 14 Tage lang. Ja, und da wurden 200 Jahre Spielgeschehen quasi in Echtzeit durchgejagt. Also das ist wieder ein riesiger Aufwand. Sowas kann man machen, wenn man Google ist oder eine Tochterfirma von Google, dann geht sowas.
an diese TPUs wäre man damals, glaube ich, auch nicht rangekommen. Also das war wirklich war Forschung. Ja, und als das gut funktioniert hat, da haben sie die Profispieler dagegen spielen lassen. Und ein bisschen fies war das. Die wussten nicht, dass jeder gegen was anderes gespielt hat. Also die konnten sie auch hinterher nicht absprechen und so. Von daher, das war so ein bisschen gemein. Also haben sie denen erst hinterher gesagt, naja. Genau, und wer mehr dazu wissen will, da gibt es denn noch deutlich mehr Informationen und deutlich richtigere, ja. Keiner von diesen Spielern hat 20 Jahre Spielerfahrung. Ja. Das heißt doch eigentlich, dass diese KI in dem, was sie tut, extrem schlecht sein muss, wenn sie mit 200 Jahren Spielergebnissen bevorteilt wird, damit sie gewinnt. Ja, klar. Also das ist das riesige Aufwand, ne? Im Gegensatz zu dem Ergebnis. Also eigentlich ist es kompletter Wahnsinn. Ja, also ich sehe jetzt halt die Kategorisierung. Die haben 200. Ja, genau. So ja, Agent, ja. Was kein menschlicher Spieler aufbieten kann. Genau, ja. So, und dann sagen sie, wir haben jedes Spiel gewonnen. Ja. So, wenn die jetzt aber auch nur, so wie jeder Durchschnittsspieler, was weiß ich, wie lange es das Ding gibt, 4, 5, 6 Jahre, ja, darauf differenziert wurden, dass tatsächlich mal überhaupt eine Chancengleichheit da ist, dann wäre das wahrscheinlich ziemlich schlecht ausgegangen. Ja, klar, natürlich, ja. Das ist eben das, ne, es ist letztendlich Statistik. Eine riesige Formel mit... Aber es ist keine Intelligenz. Nein, es ist keine Intelligenz. Es ist kann ja nur aus vielen ja. Milliarden Schritten, ja. Also das Beste ableiten. Genau, ja. Also von daher Intelligenz immer in Anführungszeichen. Selbst wenn ich nicht so mache, ja. Das schwebt dabei immer mit. Es ist Statistik. Genau. Dann noch ein paar Grundlagen dazu. Also... Vielleicht heutzutage nicht mehr so wahnsinnig interessant, weil es gibt so tolle, bunte Oberflächen, wo man was zusammenklicken kann. Aber für diejenigen, die es wirklich interessiert, immer noch interessant, Beispiele bei, für TensorFlow gibt es denn und für diese verschiedenen Netzwerktypen einfach mal in der Suchmaschine eingeben oder bei GitHub, GitLab und Co. Genauso wie TensorFlow, Keras, da fehlt ein S, Torch oder das Ganze kann man auch im Webbrowser ausprobieren. Und es gibt sehr, sehr viele Webseiten mit KI-Spielereien, wo man ja sowas wie mit Super Mario mal unterhalten, sowas kann man dann mal machen, ein bisschen staunen darüber, ohne dass man weiß, wie es wirklich funktioniert, aber da kann man sich mal ein bisschen auseinandersetzen. Und es gibt natürlich sehr viele Videos, nicht nur von mir dafür, sondern auch Tutorials dazu und so weiter und so fort. Ludwig ist auch so eins, da kann man ohne Code zu erstellen Netzwerke modellieren und trainieren. Habe ich nie ausprobiert, aber ist vielleicht auch mal interessant. Genau, dann mein Fazit, das teilt sich so ein bisschen auf, einmal in technisch. Man kann mit heutigen Technologien, also was wir so als Soft- und Hardware haben, was sogar auf so einem ja normal käuflich erwerblichen Gerät auszuführen ist, verblüffende Dinge machen. Also ich finde es immer noch verblüffend. In einigen Disziplinen funktioniert das erstaunlich gut. Ja, KI-Umsetzung, das ist eigentlich letztendlich hochkomplexe Statistik dahinter mit Formeln, auf die man niemals kommen würde, die man nicht wirklich nachvollziehen kann, die sich irgendwie so zurechtruckeln, damit das vom Ergebnis irgendwie stimmt. Komplexe Problemstellungen sind bloß bedingt damit lösbar. Einzelne Teilaspekte klappen ganz gut, vielleicht wenn man diese Netzwerke hintereinander schaltet und irgendwie optimiert, Stichwort hier Transformer. Klappt es wahrscheinlich noch ein bisschen besser, wenn man in die Richtung geht. Aber faktentreu ist meist Glückssache. Jedenfalls bei ChatGPT sollte man wirklich überprüfen, bevor man da nun seine Studienarbeit oder was weiß ich alles damit macht, sollte man überprüfen. Denn wirkliche Intelligenz
ist wirklich nicht vorhanden. Ne? Also dafür braucht man vielleicht auch komplett andere Ansätze. Es gibt eigentlich zwei Strömungen bei den KI-Forschern. Die einen sagen, wir brauchen noch größere Netzwerke, und die anderen sagen, naja, wir brauchen andere Strukturen dafür. Vielleicht was, was wir im Moment noch nicht haben. Oder vielleicht auch eine Kombination aus beiden. Keine Ahnung. Wird man sehen. Technik schreitet schnell voran. Also Dinge, die man vor ein paar Jahren quasi nicht kaufen konnte, sind auch deutlich günstiger geworden und man kann sie auch mieten. Und was jetzt auch relativ neu ist, also es hat eine Demokratisierung stattgefunden. Also vorher war es hinter verschlossenen Türen. Man konnte so ein API, sich einen API-Zugang kaufen, und es gibt so viele Alternativen, die man lokal ausführen kann, sodass man seine Daten nicht irgendwelchen Konzernen in den USA oder sonst wo geben muss, die da irgendwie drauf rumrechnen und da Dinge mit tun, die wir nicht wollen. Genau. Dann gesellschaftlich, das darf ja auch nicht fehlen. Insgesamt bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also wirklich, das ist gut oder schlecht, keine Ahnung, das kann keiner irgendwie, denke ich, sagen, so global zusammengefasst, gut, schlecht, Quatsch. Was ich aber dabei sehe, wie Technologien immer angewendet werden, ob das jetzt die Dampfmaschine ist, es geht darum, um Kosten zu senken, Dinge zu beschleunigen, das passiert da, das wird in zunehmendem Maße weiter passieren. Die Generierung von Inhalten, also sowas wie Texte, Bilder, Ton, Video, also alles, was in den Bereich Medien gehört, lässt sich generieren in mehr oder weniger guter Qualität. Was ich sehr problematisch finde, was es aber auch schon lange ohne KI gibt, ist sowas wie Auslagerung von Entscheidungen, sowas wie Scoring. Da lässt sich sehr viel da auch noch in die Richtung machen, aber eigentlich haben wir das jetzt ja schon lange gehabt bei Versicherungen und sowas. Alles nichts Neues, aber es könnte noch mal deutlich gefährlicher und für uns auch schlimmer werden. Dann, ja, wer hat denn jetzt quasi die größten Probleme damit, wenn das jetzt eingesetzt wird? Ja, das sind letztendlich wiederum alle, deren Arbeitsergebnisse in Wort, Text, Ton, Bild und Video bestehen. Das sind kreative Berufe. Da habe ich unten so ein Sternchen gemacht. Das ist irgendwann in diesem Jahr gewesen. Ich habe mir den Artikel leider nicht gebookmarkt. Da ging es darum, dass ein Game Designer aus einer kleineren Firma darüber berichtet hat, dass er früher eigentlich der Kreative war. Also er hatte einen Kollegen, von dem er meinte, naja, der ist nicht so gut. Der hat quasi immer so das Minimum gemacht und ich war immer der Gute. Der hat 2 Wochen für so einen Spielcharakter gebraucht, für Generierung, für Animation und sowas. Und sein Chef will das nicht mehr. Also das dauert ihm zu lange, das ist zu teuer. Also müssen jetzt beide Kollegen eine von diesen Bildgenerierungs-KIs mit Prompts, müssen da diese Prompts machen, dieses Prompt Engineering, damit da Bilder rausfallen. Und der Job von den beiden ist jetzt quasi bloß noch, Textprompts zu generieren und hinterher diese Bilder, die rausfallen, noch ein bisschen nachbearbeiten. Und jetzt brauchen die noch 2 Wochen, jetzt brauchen die noch 2 Tage dafür, um so einen Charakter zu erstellen. Animationen machen sie, glaube ich, noch per Hand. Aber das Ganze geht deutlich schneller und günstiger. Und für den guten Kollegen fehlt eigentlich jetzt auch der künstlerische Anspruch. Also das, was eigentlich seinen Job früher ausgemacht hat, das ist weg. Und der andere Kollege, der freut sich drüber. Softwareentwicklung, ja, da gibt es auch einige Sachen. Einige Sachen sind, kommt auf die Komplexität des Problems drauf an. Softwareentwicklung hat ja auch sehr viel mit Handwerk zu tun. Viele Dinge, die sind Standardproblemfälle, die werden ein bisschen abgewandelt und so weiter. Also von daher lässt sich da so eine KI auch relativ gut drauf trainieren. Das hat GitHub bzw. Microsoft ja auch gemacht mit diesem, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, dieses Vorschlagedings da. Und andere ziehen da auch nach, und ChatGPT und Alpaca und so. Damit kann man sowas auch machen in mehr oder besserer Qualität. Also das ist auch insofern eine Berufsgruppe, die Probleme haben wird.
Dann Verwaltung und Rechtsprechung, ja. Sind sehr textlastige Berufsfelder. Da jetzt auch relativ frisch der Artikel bei Heise stand, glaube ich, 2.5., ist gar nicht lange her, IBM plant rund 7.800 Verwaltungsjobs durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Und das bei denen, wo die Ex-Mitarbeiter keinen Kundenkontakt hatten. Also die werden relativ schnell wahrscheinlich wegfallen. Die Frage ist, ob für den Kunden sich die Servicequalität dadurch verschlechtert oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Dann mal abgesehen von dem legalen Bereich, natürlich auch die illegalen, also Spam, Betrug, Hacking und das ganze Zeug, lässt sich auch machen. Also das, wo ich bei Fiverr ein paar Cent in die Hand nehmen musste, damit mir irgendjemand mal so ein Template für so eine Spam-Mail schreibt, die kann ich wegsparen. Also da zahle ich jetzt keine Cent mehr für, dann nehme ich ChatGPT und zahle dafür Bruchteile von Cent. Und dann kriege ich das auch noch hin in verschiedenen Sprachen und wahrscheinlich ist das Ergebnis auch besser als das, was so heutzutage in meinem Spam-Ordner landet. Also das ist auch eine Berufsgruppe, die dann vielleicht nicht mehr wirklich gebraucht wird. Ja, das wäre gut. Und ganz abgesehen davon, also wenn man mal ein bisschen weiter zurückguckt, Fakten und sonst was wurden auch früher so immer angepasst, nenne ich das mal, wie es gerade gebraucht wurde. Das ist ein uralter Hut. Das haben die Pharaonen damals schon gemacht. Also wenn Neuer an die Macht kam, dann war es eigentlich mehr oder weniger üblich, dass die Kartuschen des vorigen Pharaos weggemeißelt wurden. Darum wurden die auch extrem tief in die Tempel eingemeißelt, sodass das dann so ein bisschen auffiel. Aber das ist alles nichts Neues. Retusche von Analogfotos, auch alter Hut. Ich glaube, Stalin war das, wo je nach politischer Lage denn mal der eine oder andere wegretuschiert wurde. Und die Fälschungen waren schon ganz, ganz okay. Also das sieht man nicht auf den ersten Blick. Natürlich Photoshop, also gefotoshoppt, auch nichts Neues. Auch eine vielleicht auch sterbende Künstlerkategorie, Leute, die Photoshop oder Bilder mit Photoshop nachbearbeiten. Selbst da gab es zu den Zeiten, wo es per Hand gemacht wurde, auch Unfälle, also irgendwie Models, die dann auf einmal drei Beine hatten, sowas ist auch schon mal vorgekommen. Aber es war eher so die Ausnahme. Ja, letztendlich kann man günstiger, auch zielgruppengesteuert das machen. Also direkt auf den Adressaten das Ganze genauer zuordnen. Also da denke ich gerade an an Angriffe. Da gibt es ja zwei Varianten, also das Gießkannenprinzip, sodass man möglichst also tausende Leute anschreibt und dann hofft, dass man einer darunter findet. Oder man macht wirklich Recherche zu Unternehmen, zu einzelnen Personen, um irgendwas zu generieren, was wirklich dahin kommt, wo eine gezielte Person, die besonders interessant ist für einen Hack, drauf anspringen könnte. Also sowas kriegt man bestimmt auch günstiger hin. Ja, und der Job von Menschen könnte hinterher sein, dass die wirklich bloß noch filtern. Also, dass die gucken, dass Texte, die generiert wurden, ob die halbwegs Sinn ergeben oder ob man da nochmal nacharbeiten müsste. Also, diese ganzen Berufsfelder, also kreative Berufe, Softwareentwicklung und was weiß ich alles, dass die reduziert werden auf Kontrollfunktionen. Und so wie ich den Menschen als solches kenne, denke ich mal, wird er relativ dazu übergehen und sagen, naja, das wird schon so stimmen. Also, dass diese Kontrollfunktion relativ schnell weg ist. Ja, so. Stimme ist auch fast am Ende, von daher passt das. Also, ein paar Videos hatte ich ja schon dazu gemacht. Wir haben uns auch beim Tuxflash mal zu dritt drüber unterhalten, zu dritt, das ist auch ganz interessant. Und dieses Just Chatting, was wir schon mal hatten am 11.04., wo wir Alpaka benutzt haben, um
ja, einfach mal zu gucken, was lokal geht. Und es geht wahnsinnig viel schon am 11.04. Wir sind jetzt auch schon wieder ein bisschen weiter. Also, genau. So, das wäre es soweit. Der QR-Code, falls den jemand haben will, das ist einfach bloß meine Homepage. Da werde ich die Folien dann draufschmeißen und da gibt es dann auch einen Link zu den Möglichkeiten, um sich das hinterher nochmal anzugucken. Ansonsten wäre es das erstmal. Fragen? Also, was sind die anderen 97 bis 98%? Und wem gehören eigentlich diese Daten? Ja, unabhängig davon, welchen Wahrheit er ja, ich meine, wenn ich einen Pinguin habe und einen Elefant unterschreibe, ja, agnostisch ist es Stochastik und Statistik. Was könntest du den Daten sagen? Also Einblicke eher wie ja, da haben wir ja OpenAI / Microsoft, da ist eigentlich nichts drüber rauszufinden, aber wahrscheinlich haben die einfach genommen, was es so gibt und denen, ja, darum sprechen sie auch nicht gerne drüber, weil das wahrscheinlich jenseits der, der Legalität gelaufen ist. Und das ist jetzt grob zusammengepuzzelt aus was ich gelesen habe. Ich glaube, es gab eine, da haben sie in Afrika, weil es natürlich dort wahnsinnig billig ist, auch Fragen-Antworten-Paare generieren lassen und haben die auch in Chat oder in dieses GPT-Modell mit reingesteckt. Ich meine, es ist so, aber bitte nochmal nachgucken. Das ist so eher verschwommenes, ne? Also der Chat-GPT, ich mal. Ja, also das ist schwierig. Also man weiß nicht, was da drin ist. Darum reden die auch nicht gerne drüber. Und dieses andere, dieses Red Pyjama, also da gibt es auch ein Bild von, wo so ein Lama mit so einem roten Cape ist. Dieses Modell, wo wirklich sauber gearbeitet wird, wo hinterlegt wird, welche Daten sind dort eingeflossen? Also die machen erstmal so einen Datensatz, mit dem man KI-Modelle trainieren kann. Und man weiß hinterher denn, was da eingeflossen ist. Und daran wird jetzt gerade gearbeitet. Und auch das, was Open Assistant macht, also dieses mit, wo Menschen, also Crowdsourcing letztendlich, kann jeder bei mitmachen, kann so Fragen beantworten, die andere gestellt haben. Und damit wird auch eine Datenbasis gemacht, um das Ganze zu verbessern. Also zu diesen Daten, die aus Wikipedia und sonst woher kommen, kommt das eben auch nochmal mit als Datensatz, um die Qualität zu verbessern. Also was ist die Antwort dazu? Wo bin ich da? Die nehme ich so hin, da lässt es sich. Ich kann da vielleicht ein bisschen Background noch einstreuen, was den Autopiloten von GitHub angeht. GitHub ist ja von Microsoft gekauft und sie haben im Prinzip alles das, was ein Code in GitHub liegt, in der KI macht und können jetzt in ihrem Editor-Framework eben Auto-Vervollständigung von Code machen. Und das Problem dahinter ist, dass alles das, was bei GitHub liegt, Open Source ist. Und ich glaube, OpenAI-Software wird da so nicht eingeschränkt, also zumindest nicht öffentlich. Und diese Open Source-Software unterliegt natürlich Lizenzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also bei den Fotos, keine Ahnung, ich nehme an, dass der halt aus 20 Frauenköpfen irgendwie generiert, die nichts mit einem dieser 20 Bilder zu tun haben. Aber wenn ich eine Auto-Proportion von Code habe und zum Beispiel GPL-Code in mein System einfüge, dann muss ich ja quasi durch diesen Copy-Left-Effekt meinen Code, den ich jetzt baue, daraus auch als GPL-Software wieder releasen. Darauf weisen die aber nicht hin. Und
da läuft im Moment eine Klage gegen, dass sie dieses Ding so nicht betreiben dürfen. Also da sind die Quelle der Daten, also die Rechte an den Daten, die du reinspeist, musst du vorher eigentlich clearen. Also wissen, was du da hast und was du tust. Und wenn sie sagen, das ist alles zwangsweise GPL und alles Copyleft, wäre das okay, dann weißt du, worauf du dich einlässt. Aber dieses Tool bei Microsoft funktioniert ja so, dass du denkst, dass du da auch proprietären Code bekommen kannst. Und das ist eigentlich nicht zulässig, weil es basiert halt auf Open Source. Hast du das schon gehabt? Also, meine Seite. Ich bin Oder die DI. Nein, kann ich auch nicht. Gut. Ja. Dankeschön. Ja.